Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Erlingen. Ich bin der Shorty von der Testeria. Es ist 9 Uhr. Wir haben nicht so viel Geld verdient, wie ich erhofft habe. Aber um 10 Uhr dann gehe ich davon aus, dann, aber sowas von dann, weil Zuckerrübenschnitzel sind jetzt hier, das ist nicht viel. Aber das ist halt, die Zuckerrüben sind aufgebraucht. Egal. Silage kommt dann auch. Jetzt habe ich beim Fermenter. Oh, ich muss gleich gucken. So, Mineraldünger ist klar, aus Gärresten ist gerade nichts. Mineraldünger aus Gülle wird gemacht. Aus Mist wird gemacht. Zucker. Aus Zuckerrübenschnitzel ist gerade Zucker voll. Könnten wir verkaufen, aber könnten wir verkaufen. Also theoretisch. So, Silage steht auf Direktverkauf. Das war der Fehler. Der muss auch verteilen, damit das in die BGA geht. Ne? Das habe ich falsch gemacht. Das ist so typisch. Aber jetzt wird auch hier Flüssigdünger produziert. 15.000. Das heißt, wir machen da 45.000 Dünger raus. Dann gibt das auch für 45.000 Geld. So, Forst, elektrisch, Zuckerrübenschnitzel. Sind noch welche da? Da wird weiter Kraftstoff draus gewonnen. Aber die Holzarbeiter fast voll. Fast voll. Okay, Milch ist verarbeitet und verteilt. Hier läuft alles. Zuckerrübenschnitzelanlage hatte ich ausgemacht. Mühle ist aus. Wir haben nicht so viel Geld, wie ich gehofft hatte. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal den Zucker abholen. Das ist ja Zuckerfabrik. Dann kann die weiterarbeiten. Und dann haben wir durch den Verkauf von Zucker das Geld, das mir fehlt, was ich geplant hatte. Dafür nehmen wir den Abschiebo. So. Ich glaube aber nicht, dass ich die Zuckerfabrik eingefahren habe. Nein. Weil das war unnötig. So. Die Zuckerfabrik ist jetzt aber irgendwo. Ja, wo? Und zwar bei Feld 78. Alles klar. Ja, wir haben ja frisch angesät. Da fällt mir gerade ein. So, und da müssen wir noch walzen. Die Sämaschine habe ich hier hingebracht, um den Rest Saatgut zu schnappen. Schnappen, 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 schnappen. Dann kommt die Sämaschine auf den Hof, 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 Hof. Noch Herbizid steht noch hier rum, brauchen wir auch noch. Auch noch Herbizidziale, aber ich darf nicht vergessen, dass wir noch walzen müssen. Dann, oh, dann haben wir Umsatzeinbuße. So, 1, 2, 3. Wir fahren zum Hof. Übrigens habe ich nichts dagegen, wenn wir den Hof erzielen und speichern. Einkaufssilo, Mineraldünger. Wir machen die Sämaschine voll, bevor wir. Bevor wir die abstellen auf dem Hof, damit wir nächstes Mal loslegen können, ohne erstmal losgeiern zu müssen. Schließlich sind wir ja hier um die Ecke. So, du bist hier, du bist hier. Du fängst an mit Düngen. Wo ist das fein? Du hast abgeladen, du kannst jetzt nach Hause.
Und du fährst zur Zuckerfabrik. Da holen wir uns den ganzen Zucker. Let's go. Okay, Beschleunigungswunder bist du nicht gerade, aber Eishockey. Ne? Wenn besoffene Eishockey sagen, da meinen die immer, Ei ist okay. Aber ich krieg Zucker hier nicht als Schüttgut, fällt mir gerade ein, ne? Sondern als Paletten. Ah. Da ich nicht vorhatte, Paletten zu fahren, habe ich natürlich kein Autolord gekauft. Ja, dann vergessen wir das. Dann warten wir noch länger. Ist ja nicht das Problem. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fahren dann jetzt Einkaufssilo. Und Tiere an der Weide. Ich wollte das verkaufen, den Zucker, ne? Weil ich noch Sachen brauche, wie die Walze und ich hätte gerne noch einen Anhänger gekauft, aber naja. Später, Peter. Ingame eine Stunde noch, dann haben wir das. So, was kostet denn eine Walze? Walze müssen wir ja immer wieder. Die kostet 41.000. Oh, Shorty. Immer gucken, ob wir das nicht schon haben. Bei zwei parallelen Projekten hast du plötzlich irgendwas doppelt. Und dann stehst du da. Ne? Ja, ja. So. Wir kaufen die Walze. Dann müssen wir uns da auch nicht mal rumärgern. Die brauchen wir jedes Mal beim Ansehen. Ne? So, die Sämaschine ist am Hof. Dann bringen wir die mal irgendwo rein. Alter Verwalter, und was für Fahrkünste wieder. Junge, 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 Junge. Das bei einem so breiten Tor, ne? Ja. Dann fahren wir zum Fahrzeug hin, ne? Und wollen die Sämaschine da haben. Die Walze. Und du bist fertig, dann bringst du den Düngerstreuer jetzt nach Hause. Hier ist ja Action, ey. Hier hast du ja richtig zu tun. Ich gehe dem jetzt erstmal aus dem Weg. Junge, 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 Junge. So. Und dann schön langsam und sachte dann kann der Strieger hört sich an, als wenn der Ventilklappern hat. Das wäre aber allerdings sehr dumm. Ja.
Die 53. Und Stiegel. So, ist gut. Dann müssen wir nämlich auch wieder. Wir müssen diese Spritze wiederholen und diese Fake-Spritze machen auf der Wiese. Da. Zwölf. So. Erster. Wer so sagt, hat noch nicht viel geschafft. Kalk oder sehen 12 Meter. Wir können den 12 Meter Kurs nehmen. In der Sehmaschine. Weil wir auch 12 Meter Arbeitsbreite von der Walze haben. Lass doch mal knackern. Los Knackos Machos. So, du? Ja. Bei dem ist es dann jetzt so, ne? Den schicken wir jetzt. Müssen wir die Fake-Spritze wieder leihen. Irgendwann brauchen wir die selber. Eigentlich, ne? Oh, da kann man zig mal rechnen, habe ich mit Obi auch schon drüber gesprochen, mit einem Roder zum Beispiel. Es macht gar keinen Sinn, den Roder zu kaufen für so ein kurzes Projekt, weil man, wenn man den leiht, hat man am Ende mehr Geld gespart, als würde man den kaufen. Aber man ist ja so, man will ja, also Obi und ich sind so zumindest, ne? Wir wollen ja besitzen. Also. Wir wollen besitzen. Eigentum. Ja, Strigletti läuft. Wo warst du? Warst du tanken? Achso, du. Nutzt noch mehr Mischration jetzt. Ah. Ja, do it. Do it! Wenn ich mit der Zunge schnalze, zieht der Glas auf dem Acker die Walze. Und sowas alles. Ja, aber für die Walze, ne, da solltest du genug Power haben. Lass du die auf Tempo, Chris. Alter, stehst du? Ja, gucke. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber 22 km/h auf 12 Meter. Da muss die Sitzfederung aber wirklich gut gelüftet sein. So, Spritzen. Das teure Ding mit CN-Spray mieten kostet 4.666. 12 km/h Standard würde wahrscheinlich reichen. Aber wenn wir nur ganz kurz machen. Na gut. Aber gut. Auch wir sind schon wieder bei 15 Minuten, sag ich. Junge, 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 Junge.
Ja, Herbizid, gib ihm. Beim Rapsfeld später, ne? Da brauchen wir das auch, das Zeug. Die Pritze. Feld 53. Und erster Wegpunkt. Und Feldspritze. Beim Raps. Bei dem Getreidefeld, das wir dann besitzen. Da müssen wir dann in der ersten Wachstumsstufe immer schön spritzen gegen Unkraut. Weil wir da ja nicht jedes Mal tiefer locker. Schon wieder leer. Nächste Ladung cool. 9.16 Uhr. Okay. Ja. Jetzt wird's interessant. Ne, doch nicht. Ich dachte, die treffen sich jetzt auf der Brücke da. Naja, Zuckerrübenschnitzel sind jetzt, dachte ich, verarbeitet. Silage kommt. Mineraldünger ist fertig gewandelt aus. Wir haben auch gar keine Gereste bekommen. So, Gülle ist fast fertig. Mist ist fast fertig. Zuckerrübenschnitzel, der Zucker ist. Voll, ja, Silage wird verarbeitet, aber ich Doofkopf hab's ja direkt verkauft. Hier, oh, 21.000, 22.000 Liter schon. Das sind 66.000 Euro. Das ist schon, und es ist noch früh am Tag, ne? So, elektrische Ladung, Luft, Zuckerrübenschnitzel, Verarbeitung von Diesel. Das ist alles hier so, wie es soll. Die Mehlproduktion kriegen wir auch hin. Sobald wir die Felder dafür gekauft haben. Ne? Ja, Fohlen. Ja, nach der Mitschration werden wir noch Strohband karren. Und, ach, wir müssen auch noch Wasser fahren. Für die Weidebuß. Heidebuß. Naja. Hier beginnt jetzt das Fake-Spritzen. Bodentexturfarbe ändert sich. Wir gucken die Werte an. 92 ist schon voll fertig. Könnt schon aufhören mit Gespritze. Danke sehr. Fahrzeughändler. Ist ja nur geliehen. Ich will das Herbizid da wieder ausladen. Ne? Das heißt, wenn der jetzt auch fertig gestriegelt hat, ist unsere Wiese wieder tippitoppi. Ohne Koppi, Toppi, Poppi. Der kann dann Wasser fahren, eigentlich. Wenn der gestriegelt hat. So ist es fein. Gut. Weg und nach Hause schicken. Kommen wir ja genau richtig. Oha. Ach, guck an. So, dann können wir nämlich jetzt den Rest ins Hofsilo bringen. Und dann kümmern wir uns um Stroh. Was sagen denn die Kühe mit?
mit dem Stroh, da ist eigentlich ist noch genug Stroh drin, dass wir warten können bis zur Getreideernte, glaube ich. Aber wenn ich bei der Getreideernte wieder vergesse, Stroh. Wie sind wir denn aufgestellt? Sind jetzt im März. Die erste ist im Juni. 1, 2, 3. Nee, ich brauche kein Stroh kaufen. Wir können jetzt bis Juni warten. Dann kriegen wir gratis Stroh. Heißt, wir müssen nur Wasser fahren. Wenn wir dann gewalzt haben, ja, fertig. Mal gucken, ob ich das hier reinkriege. Sieht doch gut aus. Oh, geht dem aus dem Weg. Danke. Dann fahren wir jetzt Wasser. Befüllen. Brunnen. Abladen. Tiere. Kuhweide-Wassertrigger. Wasser. Und fahr. Fahr, 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 fahr. Dann bist du fertig. Ach, wir sind schon so spät in Zeit wieder. Hätte ich ja nicht gedacht. Man verliert das auch außer Augen, ne? Wie weit man schon ist wieder. Oh, das ist aber ganz schlecht angefahren, Shorty. Ganz schlecht. Ah, Gott. Das sieht besser aus. Muss nur gerade kommen. Damit der sich nicht wieder irgendwo verkeilt. Ne? Dass die beim Rückwärtsfahren mitlenken, ist manchmal ein bisschen anstrengend. So, dann hast du Feierabend, Keule. Guck an. Stell dich einfach mal hier rein. Du bist am Walzen. Oh, und den Rest machen wir beim nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Na, fast leer. Ciao, ciao.